Und sind sie gegen alle Waffen immun. Nämlich hier berührt ihr auch alle Schwerter. Und... eins. By the power of Grayskull, eisstechigen Schwerter in der Stein. Liebe, Feuer, Erde, Luft. Und zusammen ergeben wir... I don't know. Na-da-da-da-da. Klar doch. Steckt Schwerter rein, das öffnet jede Türen. Hä? Was ist das denn? Warum kriegst du eine Kamerafahrt? Und ich nicht? Ike sah das. Was machst du hier und was machst du direkt vor einem Schläfer-Symbol? Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Okay. Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den fünf Herzen auf sich hat. Wait. Die fünf Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in fünf Schreine gelegt. Okay. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den fünf Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Cool. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Kor Kalom und seine verblendeten Anhänger sind hier. Oh. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt. Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Genau! Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht... Was ist los mit dir? Ich muss... Er geht noch in den Pen. Du willst mir nur nicht helfen. Gib's zu. Ja, stell dich schlafend. Stell dich schlafend, du willst mir nur nicht helfen. Na gut, gehe ich jetzt mal hier lang. Oh, ich habe das Gefühl, dass Schläfer so aussehen wird. Nur so eine Intuition. Lalalalalala. Ich bin... hier... hier ja nicht... Komische Spinnenweben. Komischer Raum. Ich sowieso, das ist ganz komisch. Sehr mysteriös. Oh, hier sind auch Orkleichen. Orkmumien. Und die haben Tränke. Nochmal, ja, nochmal schön aufputschen. Wir sind ja sowieso noch nicht unbesiegbar oder so. Aber egal. Nur für eine Fälle. Kann ich die ins zweite Spiel mitnehmen, die Tränke? Nein? Schade. Da hätte ich mich wirklich gebrauchen können. Gebrauchen können. Die berüchtigt ich dort. Schlichtweg einfach. Nehmen wir Geschicklichkeits- und Stärketränke. Aber egal, wir werden jetzt imbar, Henry. Und da Zardas schlafen gegangen ist, haben wir so viel Wut angestaut, dass wir so ein super... super Schwertklopp-Henry werden. Oder auch nicht. Aber man kriegt jedenfalls, was ich schon meinte, wenn man nicht, selbst nicht alle Attribute voll kriegt, spätestens hier kriegt man sie voll. Weil man erstens genug Lehrpunkte hat und zweitens man mit so vielen Plus-Tränken vollgestopft wird, dass man nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Geschicklichkeit plus 8. Geschicklichkeit plus 8. Sprinten, nö, brauchen wir nicht. Oh, maximales Leben plus 10, ja, warum nicht? Und plus 15, dreimal. Wir haben noch nicht genug Leben. Leben total, also... ist ja nichts dagegen, aber Leben sind toll. Maximales Mana, ja, noch mal 15, 2 Mal, kann ja nicht schaden. Ich habe irgendwas was vor. Schädlich und Geschicklichkeit plus 6, ja klar, warum nicht? Und Stärke, wo ist nochmal? Wir hauen noch genug drauf. Damit die Wildschweine später nichts anhaben können. Welche Wildschweine? In diesem Spiel gibt es ja keine Wildschweine. Ich weiß gar nicht, wovon ich rede. Das sind böse Zungen. Ich habe übrigens letztes Mal erstes Video angeguckt. Gott sage ich auf M, weil ich so nervös bin. Naja, egal. Bald habe ich dieses Spiel beendet. Was ist, ich muss mehr Stimmung aufbauen. Das ist der böse, böse Endgegner. Das kann ich... ja, er ist kurz da aufgestanden. Sieht, dass ich näher komme. Ich bin tot. Ja, klar, Xardas. Das soll ich jetzt noch glauben. Wenn ich gehe jetzt hier rein. Und wenn ich wiederkomme, kippt er wieder um. Da wollte ich mich gerade aufstehen und sagen, ah, Henry ist
weg, dann... Entschuldigung. Na, oh, Henry ist weg. Jetzt kann ich, glaube ich, abhauen. Oder kommt er um die Ecke schnell wieder den Schafen legen. Ja, Xardas, jetzt habe ich dich durchschaut. Von wegen, du willst nicht mitkämpfen. Nein, natürlich will ich mitkämpfen. Ich bin Xardas, der Dämonenbeschwörer. Was sowieso seltsam ist. Er ist der Dämonenbeschwörer. Und hier wird gleich ein Erzdämon gerufen. Und er hat etwas dagegen. Na, vielleicht wahrscheinlich, weil es nicht seiner ist, sondern Korkaloms. Na, eigentlich nicht Korkaloms, sondern Korkaloms ist ja nochmal eher besessen. Was auch immer Korkalom ist, es ist Korkalom. Und Korkalom ist ein Alchemist. Ein Guru, ein vollgekiffter Alchemist, wohlgemerkt. Der hat ja mit jede Menge Sumpfkraut experimentiert. Kein Wunder, dass er verrückt geworden ist. Zu viel von dem Zeug kann einfach nicht gut tun. Tja, es geht halt nicht. Okay, noch mehr Attributserhöhung. Als hätten wir noch nicht genug. Nicht wahr? Und noch mehr Leben. Wuppsala. Ich gucke gleich nochmal unsere Attribute an. Aber nur aus Neugier. Warum kriegt man eigentlich dann immer die schönen Boosts und schöne Erweiterungen, wenn das Spiel schon so gut wie zu Ende ist? Die könnte man das während des ganzen Spiels doch viel eher gebrauchen. Ich meine, das ist nur so eine Sache, aber es ist doch so. Mal ehrlich. Natürlich, theoretisch könnte ich immer noch umkehren, dass es draußen gehen, um die gesamte Minenkolonie ausräuchern. Das habe ich nicht vor, aber ich habe schon mal gemacht. Und theoretisch kann man das. Es sei denn, manche Charaktere sind gesichert durch spezielle Mobs, Mods, egal. Um diverse Waffenklaus zu verhindern, weil man kann definitiv in Originalspielen manche Leute umhauen, die haben wesentlich stärkere Waffen und die dann später für sich nutzen. Oh, und... Was habe ich gesagt? Er legt sich wieder schlafen. Ganz schnell. Du willst mir nur nicht helfen. Du Waschlappen. Na gut. Speichern wir mal ab bei Xardas. In der schläfrigen Ecke, mitten im Raum. Ist ja ganz gemütlich, Steinboden. Und wir laufen bergab. Henry. Und er springt. Springt, wo noch nie ein Henry zuvor gesprungen ist. Und da ist wieder einer der apokalyptischen Templer. Voll apokalyptisch, denn er hat scheinbar eine, wenn ihr mir genau anguckt, wenn ihr die Augen mal anguckt, er hat voll die Bindehautentzündung. Aber echt, ey. Voll Bindehautentzündung, das ist total imbar. Ui. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Hä? Warum sterbe ich nicht? Ja, hier ist Lava. Hallo. Hallo. Ja, ich bin schon so mächtig. Was zur Hölle? Ich bin der diabolische Henry. Ja, schönen Dank. Ja, bis gleich. So, wieder zurück. Wie geht's auf die andere Seite entlang? Was? Xardas hat wieder schlafen gelegt. Was lernen wir daraus? Ja, Akrobatik kann ein Feind sein. Und da man sich selbst wegen der Erdzerstörung wie ein Flummi von Wänden abstößt, landet man selbst in Lava, die keine Lava ist, sondern einfach nur rot angestrichene. Ey, das muss der Dungeon-Designer sein. Sagt, na, echte Lava. Nee, echte Lava ist zu teuer. Wir nehmen einfach Lava angeschlichenen Boden und ein paar Feuerfontänen. Dann haben wir so gut Lava fast original. Ey, Junge, das ist voll klug. Oh mein Gott. Aber es dürfte erklären, warum die Lava hier keine echte Lava ist. Oder? Na egal, da vorne neigen wir uns den End. Dem Ende. Sinn Ende. Oh ja. Und da vorne sehen wir es. Korkalom, du Mistkerl, was hast du angerichtet? Ach du Schund, das ist ein Alien. So, bevor wir jetzt da reingehen, uns der großen Masse an Gegnern stellen, die uns eventuell umhauen, weil sie halt so viele sind, mache ich ein paar Vorbereitungen.
Denn wir haben hier noch. Oh, Armee der Finsternis viermal. Was haben wir noch? Monster und Golem beschwören haben wir nochmal. Und Skelett beschwören haben wir auch noch. Ach ja, ich glaube, wir beschwören uns erstmal was Schönes.